Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hiesen80 mit einem neuen Mediabook-Unboxing-Video für euch. Und ich bekam ein kleines Päckchen von Play on Pictures. Erstmal hier vielen herzlichsten Dank dafür. Und da ist nun die neueste Veröffentlichung heim gewesen, die jetzt am 16.02. veröffentlicht wird, nämlich in der J-Horror Collection Nummer 2, Ringu oder auch der deutsche Name ist hier, oder zumindest der amerikanische Name, The Ring aus dem Jahr 1998. Und ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich kenne nur die beiden Remakes. Ich kenne das Original aus Japan leider nicht. Aber das wird sich jetzt hier dank Play & Pictures jetzt recht bald ändern. Ich bin schon sehr gespannt, es soll ja sehr gruselig sein. Und der Film wird, wie gesagt, am 16.02. veröffentlicht und enthält auch eine UHD-Fassung und auch die Blu-ray. Und das ganze Mediabook kostet beim Play & Pictures Online-Shop 29,99 €. Ein Kauflink für die unten in der Videobeschreibung. Und wir haben auch hier eine neue Synchronisation bekommen, aber keine Sorge, auch die Original-Synchronisation ist auch hier mit enthalten. Also man kann es hin und her switchen, was ihr gerne haben möchte. Also von daher eine neue Synchronisation für hier mit dabei. Oder wirklich ein sehr schickes Artwork haben hier auch. Und die Nummer 1 war ja Dark Waters. Auch das blende ich mal ganz kurz hier ein. In der Nummer 1 J-Horror Collection. Und das schaut auch hier sehr gut aus. Und wenn man eben die beiden Cover-Artworks zusammen vergleicht, passen auch die Zeichnungen extrem gut zusammen. Und bilden auch jetzt schon eine schöne zusammenhängende Reihe schon mal. Ich bin gespannt, wie die Reihe fortgesetzt wird. Vielleicht kommt auch Ring 2 und Ring 3 noch raus. Und Ring Zero gibt es auch noch Spiral. Es gibt auch noch weitere viele Ringteile noch. Aber jetzt erstmal hier der Original aus 1998. Der Film ist ab 16 freigegeben. Und würde mal sagen, bevor wir sich da lange rumreden, gehen wir einfach mal in die Ego-Perspektive über. Machen die Folie runter und dann gucken wir uns mal das Mediabook mal ganz genau an. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit Ringu oder auch The Ring genannt, die J-Horror Collection Nummer 2. Regie hier Hideo Nakata und hier mit vielen Access und ein Booklet, eben ab 16 freigegeben. Und hier schon mal das wunderschöne Artwork, wie hier gezeichnet wurde, was mir extrem gut gefällt. Wenn wir jetzt hier rumschlagen, gibt es erstmal hier auch dann die J-Card, beziehungsweise eben die Backkarte hier. Es klingt nach einem urbanen Legende. Auf der Schulhöfe erzählt man sich von einem albtraumhaften Videoband, das jeden, der es sieht, nach 7 Tagen tötet. Tatsächlich sterben 4 Schüler genau eine Woche, nachdem sie das Band sahen, unter mysteriösen Umständen. Die Reporterin Reiko, von der unheimlichen Geschichte fasziniert, schaut sich das Video an. Und die Legende scheint zu stimmen. Ihr bleiben nur noch 7 Tage, um ihr Leben zu retten und das Geheimnis des Videos zu lüften. Ja, Hideo Nakatas legendäre, oft zitierte Horror-Thriller kommt ohne schrille Schockeffekte aus. Die unheimliche Atmosphäre wird subtil durch verstörende Blicke, Töne und Kamerabewegung erzeugt. Entsetzen schleicht sich allmählich ins Alltagsleben normaler Leute, bis sich schließlich die Pforten zur Hölle öffnen. Und hier gibt es auch einiges an Extras. Und auf jeden Fall hier schon mal sehr viel Inhalt. Ihr könnt euch hier gerne mal durchlesen. Und was extrem witzig ist, und wenn sie sich trauen, Sadakos Original Video. Also auch hier ist es mit dabei. Also wer sich traut, das anzugucken und nicht sterben möchte, mal gucken, wer es durchzieht. Dann gibt es eben hier eben dann noch die Credits und hier Play on Pictures Logo. Und hier Ultra HD geht dafür 95 Minuten. Ebenfalls auch auf der Blu-ray. Und wir haben eben hier 2 verschiedene Tonformate drauf. Einmal hier DTS Master Audio und eben hier nochmal dann Deutsch und Japanisch. Und so schaut das Ganze schon mal aus. Und wir machen mal das hier runter und ja, da haben wir ein Problem. Ihr seht schon, es ist festgebappt und das ist natürlich extrem störend. Und ich hoffe, es geht gut ab. Okay, hier geht schon mal ab. Und dann auf der Rückseite, Vorderseite, haben wir auch diese Klebepopel und das ist immer ein bisschen schwierig zu machen, weil das noch irgendwie abgehoben wird. Würde ich auch schon mal hier drauf kleben. Also das ist wirklich ein großer Kritikpunkt für mich persönlich. Das mag ich gar nicht und es ist auch wieder das Problem, dass auch sich die Klebepopel auch die... Ah, leck mir Scheiße.
das nämlich auch, diese Klebepuppe, nämlich auch die Cover-Artwork mir auch verziehen. Hier mal drüber lang ziehen wir es, auch vor allem hier oben ziehen wir es erst recht. Hier kennen wir es extrem gut und das ist echt scheiße. Also bitte Play on Pictures, lasst einfach diese Klebepuppe weg, weil dann kann das nicht passieren mehr. Und auf der Rückseite schon auch. Ja, hier sehen wir es auch wieder. Ja, wenn ihr einen Tipp habt, wie man die am besten noch losbekommt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Ja, auf jeden Fall sehr ärgerlich. Das versammelt das ganze Motiv natürlich hier, ganz ehrlich, extrem nervig. Nicht schön. Ja, sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Okay, gut, machen wir weiter. Hier erstmal diese wunderschöne Zeichnung hier mit der netten Dame mit den schwarzen Haaren, die aus dem Fernseher rauskriegt. Auch hier nochmal eben dann nochmal diese unheimliche Brunnen. Und während das Remake, also ich kenne das Remake und natürlich weiß ich schon, was man sich hier auch einlässt, aber natürlich die japanische Werk so ein bisschen gruseliger und spannender als das US-Remake. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf diesen Film. Einfach nur mal diese schöne Zeit nochmal angucken. Sehr, sehr schick. Und auch hier kommen wir aus ohne irgendwelche Labels-Aufdrucke. Da haben wir eben hier dann die J-Horror Collection, Ringu und hier Ultra D und das Duridisc-Logo. Und wenn alle drei oder alle hintereinander wegstehen, schaut schon extrem gut aus. Und hier noch ein paar weitere Szenenfotos als Bilder gemacht. Auch das sehr schön gemacht. Schaut sehr stark aus. Und ja, von außen schon mal macht das Ganze mit dem Buch schon mal was her. Schaut es vom Ganzen mal aus. Und dann schlagen wir jetzt hier mal auf. Und haben hier dann schon mal die Ultra D-Version. Diese sieht hier so aus. Und dann haben wir hier auch ein Hintergrundmotiv mit der Dame, die gerade sich im Dunkeln versteckt. Schaut zumindest aus. Vielleicht nicht ganz so extrem scharf, recht pixelig das ganze Bild. Und dann schauen wir hier mal weiter. Hier geht es dann weiter mit dem nächsten Bild. Ringu und hier eben dann Schreckensgespenster aus der schwarzen Tiefe des Fernsehers. Der J-Horror-Boom und die Entstehung. Also hier gibt es sehr viel zu lesen, wenig Bilder hier enthalten. Fast nur Text. Und hier auf der letzten Seite haben wir dann hier dann die Quellenangabe noch und hier geschrieben von Christoph N. Kellerbach. Und hier in den letzten paar Seiten noch auch hier ein sehr gruseliges Bild mit einer verfärbten hier. Und dann haben wir hier dann die Blu-ray-Disc, auch der anderes Motiv wie die 4K-Disc. Und hier nochmal eben dann ein verstörendes Bild nochmal zum Schluss mit einem Opfer. Und schaut doch hier schon mal sehr schön aus. Ja, das ist das Mediabook zu Ringu. Aus der J-Horror Collection von Play & Pictures, die Nummer 2. Und wenn wir sagen, wir gehen mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war das Mediabook zu Ringu The Ring aus dem Jahr 1998 von Play & Pictures, was am 16.02. erscheinen wird. Ja, Kritikpunkte gibt es auf jeden Fall, nämlich hier, das hier ist für mich das größte Kritikpunkt, die Klebepopel hier auf den Mediabook, was eben auch hier eben zu ja, Luftblase eben hier führt, wenn man es eben abzieht. Sehr ärgerlich auf jeden Fall. Also hier bitte Play & Pictures, macht das nicht mehr mit Klebepuppe fest. Einfach reinlegen, das geht genauso. Klappt bei anderen Labels genauso und hält genauso fest unter der Folie. Sehr ärgerlich auf jeden Fall. Ja, das Buch ist auf jeden Fall sehr informativ. Leider recht wenig ja, Design, geben nur wirklich nur sehr viel Text. Und natürlich für viele als Kritikpunkt eben hier die Größe. Wir haben hier eben ein kleines Mediabook wieder mit der G2-Größe von der normalen Blu-ray-Größe ungefähr. Aber das ist nun mal von Play & Pictures in das ihr ja, Standard Mediabook-Größe und muss man wieder akzeptieren oder einfach links liegen lassen. Ja, trotz alledem, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf diesen Film jetzt. Ich kenne, wie gesagt, nur das Remake.
Und soll aber hier noch ein bisschen gruseliger sein. Und wer sich auch das drauf anzugucken, dann einfach mal kaufen. Unten in der Videobeschreibung der Link dazu, zu dem Mediabook. Wie gesagt, Kostenpunkt ist hier knapp 30 Euro mit Ultra HD und mit Blu-ray und neue Synchronisation. Also hier wird auch einiges geboten. Und ja, das war's von mir. Was hat ihr denn gefragt? Welches Mediabook gefällt euch besser? Das hier oder eben ein großes Mediabook? Und vor allem, wie gefällt euch auch der Film? Ja, das war's von mir. Bleibt alles schön gesund. Tschüss mit Ö und...